Hallo YouTube, hallo Freunde des Let's Plays. Euer Swordy meldet sich zurück mit einer neuen Folge von Assetto Corsa Cars and Tracks. Heute mit dem von euch gewünschten Ferrari 599XX Evo. Warum von euch gewünscht? Ich hatte eine Umfrage laufen und 4 zu 1 hat sich dieser 599XX Evo durchgesetzt. Deswegen heute eben genau diese kleine Schönheit. Ich erspare mir an dieser Stelle eine Umfrage zur nächsten Folge, denn nächste Folge werde ich dann, nachdem ich jetzt weiß, wie das mit den Rennen funktioniert, den Formel Abarth mal vorstellen. Diesen kleinen Formelrenner, mit dem wir dann auch ein Rennen fahren werden, denke ich, passt ganz gut ins Programm und deswegen an der Stelle keine Abstimmung, sondern nächste Folge ist im Prinzip schon verplant. Es sei denn, für Assetto Corsa gibt es vorher noch ein Update, dann würde ich mich darum bemühen, das auch noch zu berücksichtigen. Zu diesem Auto gibt es zu sagen, dass die Grundversion der Ferrari 599 von 2006 bis 2012 gebaut wurde. Alle Modelle haben einen 6 Liter Motor gemein und die Grundvariante kam mit 620 PS daher, ist also schon ganz ordentlich. Das Auto wurde dann irgendwann aufgebaut auf den Ferrari 599XX, wo man aus den 620 PS dann 720 PS rausgeholt hat beim gleichen Motor. Dazu ein bisschen Gewicht gespart hat. Ihr seht ja auch schon oben das Dach Kohlefaser. Man hat hier viele Kohlefaserteile verbaut, hat das ganze Ding eben ein bisschen auf Rennsport getrimmt und somit dann, ich glaube, um die 300 Kilo, ja, 200, 300, ja, knappe 200 Kilo, genau, knappe 200 Kilo eingespart gegenüber der Basisvariante und das Ergebnis seht ihr jetzt im Prinzip hier, 720 PS bei 1300 Kilo Leergewicht. Spitzengeschwindigkeit um die 300, 2,5 Sekunden von 0 auf 100, ist also nicht ganz langsam. Das Ganze bei eben 6 Liter Motor und 686 Newtonmeter Drehmoment. 2011 hat man dann noch das Kürzel Evo hinten dran gepackt, hat noch mal ein paar PS draufgepackt, jetzt sind wir bei 750. Das Auto, was ihr hier seht, ist Baujahr 2012 mit eben 750 PS. Heck angetrieben, also eine reine Heckschleuder. In dem Update hat man noch ein paar Aero-Elemente aktualisiert. Welche genau das sind, weiß ich nicht. Aber ihr seht ja, dass das Auto besonders am Heck durch ein sehr exklusives Flügelwerk überzeugt, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist schon eine sehr interessante Art, einen Heckflügel zu designen. Aber anscheinend ist das nötig bei der Kraft, die das Auto auf die Straße bringen möchte. Das Auto war zu haben für über 1 Million Dollar. Also da kann man schon ein ordentliches Einfamilienhaus von kaufen mit Pool und allem drum und dran. In einer relativ guten Wohngegend. Oder auch eine Eigentumswohnung in der Nähe des Central Parks in New York wird ein bisschen schwierig, glaube ich. Aber mit 1 Million kann man schon ordentlich was anfangen, anstatt es in so ein Auto zu stecken. Dafür war das Teil auch limitiert auf 30 Stück, also der XX. Ist also relativ exklusiv, ungefähr so exklusiv wie der Ferrari FXX, von dem es 29 Stück gibt, der ein bisschen aussieht wie der Ferrari Enzo. Allerdings deutlich mehr in Richtung Rennstrecke abgestimmt ist. Naja, diese XX-Serie ist also wirklich so die reine Rennvariante. Und ein schönes Auto, aber eben scheißteuer. Das 1 Million musst du dafür erstmal überhaben. Ich weiß ja nicht, wer sich das leisten kann und leisten möchte. Der Nachfolger von dem Vehikel ist der F12 Berlinetta, der dann auch seit 2013 anstelle des 599 gebaut wird. Die Daten dazu habe ich mir jetzt erstmal gespart, weil es geht ja heute hier um dieses Millionen-Dollar-teure Schmuckstück
Und das wollen wir dann auch ausfahren. Bevor wir allerdings auf die Strecke gehen, schauen wir uns nochmal in aller Ruhe an, was man denn hier so an Farben draufbringen kann. Ein knackiges Weiß. Okay. Steht ihm nicht schlecht im Kleinen. Doch, macht was her, finde ich. Wobei das typische Ferrari-Rot natürlich irgendwie so ein gewisses Muss ist. Oder? Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Wie steht ihr dazu? Seid ihr der Meinung, ein Ferrari muss rot sein? Am besten noch mit Italia-Flagge drauf? Oder seid ihr der Meinung, es geht auch mal eine andere Farbe? Dieses, was auch immer, Weinrot geht, glaube ich, nicht so gut. Ein dezentes Blau, wie wäre es denn damit? Wobei ich sagen muss, mir hat das Weiße doch ganz gut gefallen. Auch das erste Mal, dass ich jetzt ranzoome bei der letzten Aufnahme mit dem alten BMW E3, dem M3, dem E30, ist mir aufgefallen, dass es eine Zoom-Funktion gibt. Und die werde ich jetzt einfach mal nutzen, um auch mal ein paar Details hier anzuschauen. Also im Showroom sieht das schon sehr, sehr, sehr gut gearbeitet aus. Da steht also Project Cars und auch R3e nichts nach. Sogar hier mit leichten Schleifspuren auf der Bremsscheibe. Sehr, sehr schön gemacht. Und das kleine Hot Hü haben sie auch mit drauf. Auch diese Metallic-Lackierung, da seht ihr jeden einzelnen Sprenkel. Also das finde ich wunderbar gemacht. Auch die Carbon-Applikation, bleibt mal stehen. Auch sehr schön gearbeitet. Wirkt alles sehr plastisch. Also hier auch so dieser Schnellverschluss. Denke ich, kannst du einfach hinpacken, gleich die Motorhaube aufmachen. Aber nee, wenn ich da hinpacke, dann beschwert sich mein Monitor, ist ein LCD, der gibt dann komische Farben von sich. Deswegen lassen wir das mal. Auch hier die Reifenoberfläche. Sehr schön gearbeitet, wobei ich fast behaupten würde, das ist nur eine Textur und sind keine Erhöhungen im 3D-Objekt. Hier diese kleinen Stoppeln. Naja, auf jeden Fall trotzdem sehr schön gearbeitet mit einer schönen Zeitpapier. Toller Effekt auf dem Lack. Vielleicht ein kleines bisschen überleuchtet hier drin, aber das kann man, soweit ich weiß, auch runterdimmen. Ne, damit kann man nur das. Hier kann man ein bisschen Nacht reinbringen. So ist das von der Beleuchtung schon deutlich besser. Zum Beispiel der Tankstutzen hat gerade gespiegelt. Jetzt einfach mal ein bisschen runtergesetzt. Wenn ich das richtig sehe, sind das hier LED-Leuchten. Jawohl. Auch sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und das ist gar keine Leuchte. Das ist gar keine Leuchte, okay. Hier sitzen ja normalerweise die Leuchten drin. Blinker, Bremsleuchte, würde ich sagen. Was ist denn jetzt die Bremsleuchte? Hilfe. Bremslicht ist 8. Also das ist das Bremslicht. Sitzt ziemlich tief, finde ich. Und dann ist hier oben nur das normale Rücklicht drin, oder wie? Mit dem Blinker für gewöhnlich. Auf jeden Fall sehr schön gearbeitet. Ich finde auch hier, im Gegensatz zu R3e, sieht dieses Gitter deutlich besser aus. Auch das, was dahinter liegt, wobei hier momentan relativ wenig hinterliegt. Nur beim Pagani Zonda hatten wir mal einen Blick drauf geworfen, wie es hinter dem Gitter am Heck aussieht, und das sah dann schon relativ schwach aus. Also es war ja einfach nur eine leichte Textur, die da draufgelegt war. Da ist es hier schon gar nicht mal so schlecht gearbeitet. So, die Scheinwerfer sind momentan auch an, okay. So sonderlich viel Schein ist das hier nicht, was die werfen. Wirklich hell ist das echt nicht. Stellen wir das Auto mal ins Dunkel. Oh. Also wenn das alles ist, was ein Bremslicht in der Nacht erscheint, dann ja. Und das soll ein Scheinwerfer sein? Ich weiß ja nicht.
Okay. Also anscheinend, wenn man hier dran rumspielt, an diesem Helligkeitswert, dann wird auch wirklich alles weggeregelt. Nicht nur das Umgebungslicht. Ein bisschen komisch, aber so ist es anscheinend. Dann schauen wir uns nochmal die nächsten Farben an. Ein dezentes Schwarz, ah, das gefällt mir auch. Weiß und Schwarz stehen diesem Auto, finde ich, richtig, richtig gut. Gucken wir mal hier auf die Metallic-Applikationen. Doch, jetzt sehe ich sie. Dann haben wir noch die Nummer 40, gleiche Farbe. Ein saftiges Gelb, ha? Wie wäre es damit? Was ist denn so eure Lieblingsfarbe für ein Ferrari? Also ich finde, Gelb geht ja eigentlich auch auf jedem Ferrari. Das geht noch. Ist so eine im Prinzip auch Standardfarbe. Wobei das Ferrari-Rot natürlich irgendwo der Inbegriff einer Ferrari-Lackierung ist. Ja, ich werde mal ins Auto reinhüpfen. Mal gucken. Und ich nehme, glaube ich, wirklich gleich den Weißen auf der Strecke. Schön unbequeme Schalensitze. Ein Lenkrad aus dem Rennsport, so wie das aussieht. Mit sogar Blinkknöpfen links und rechts. Ich habe zwar keinen Blinker gesehen. Der wird dann wohl hinten hinter dem Gitter sein. Dann Scheibenwischer. Irgendein Main-Knopf oben. Haben wir Funk und Scroll, sehr wahrscheinlich für die Anzeige hinten. Welche eine ganz eigenartige Anzeige ist. Also im Gegensatz zu den Motec-Displays, die wir sonst immer gesehen haben, zum Beispiel im Ruf, im Pagani oder und, die ja eigentlich alle gleich aussahen. Hier wirklich was ganz Eigenes. Wirklich ab vom Standard und italienisches Design. Eben, wir machen was Eigenes, wir machen es hübscher. Gut, solange es funktioniert. Knöpfe zur Linken, Flash, also Lichthupe. Pit, sehr wahrscheinlich Pit Limiter oder Pit Anforderung, weiß ich nicht. Dann haben wir hier ein paar Drehknöpfe. Ich denke mal, das obere dürfte Fahrwerksabstimmung sein. Soft, Medium, Hard. Also weiches Fahrwerk bis hartes Fahrwerk. Ist aber nur eine Vermutung. Das darunter kann alles sein. Ein Drehregler von 1 bis 9 kann sowohl Motorsteuerung sein, kann, was weiß ich, Traktionskontrolle sein, vielleicht sogar Bremsballons. Dafür suche ich gerade übrigens den Schalter, die Bremsballons oder den Drehregler. Finde ich hier nicht. Hier unten ist noch irgendwas Bläuliches. Aber das hat damit nichts zu tun. Was haben wir hier noch? Oder ist dieser rote Hebel? Nee, das ist das Feuerlöschsystem, würde ich sagen. Kann doch nicht sein, dass man in dem Auto die Bremsballons nicht elektrisch verstellen kann. Dann haben wir noch Licht. Unter diesem Drehregler 1 bis 9 würde ich mal sagen, ist ein Lichtschalter. Und der Rest. Oh. Der Rest ist für mich momentan nicht zu entziffern. Dann steigen wir nochmal von der Beifahrerseite ein. Immerhin hat der Beifahrer hier sogar noch einen Sitzplatz. Ist ja schon eher selten. Auch innen drin massig Carbon-Applikation. Sogar mit ein bisschen Gebläse. Einen 12-Volt-Anschluss für die gemütliche Landstraßenfahrt oder wie? Leider kann man hier drinnen nicht zoomen. Ich würde mich gerne mal runterbeugen und mal lesen, was auf den Schildern steht. Da das Ganze auch dem Fahrer zugeneigt ist, ist es mir momentan einfach nicht möglich zu entziffern, was diese einzelnen Knöpfe machen. Ansonsten relativ schick gehalten für einen Sportwagen oder für einen Rennwagen vielmehr. Das Ding ist ja wirklich für die Rennstrecke gebaut. Relativ schick und dementsprechend auch ein bisschen relativ unnötiges Gewicht. Aber bei 1310 Kilo ist es auch ein bisschen mehr, als so ein obligatorischer Rennwagen hat. Daher wissen wir jetzt auch, wo es herkommt. Entschuldigt bitte. Dann gehen wir nochmal raus und würde sagen, den Rückspiegel habe ich noch gar nicht gesehen. Ich fahre nochmal kurz von der anderen Seite rein.
Na, schneller, schneller. Hopp, hopp. Der sah nicht gerade so ein bisschen digital aus, finde ich. Also wir haben hier drin noch, ihr seht es zur Linken, eine kleine Onboard-Kamera. Hatten wir auch in einem anderen Auto letztens schon. Und das ist eindeutig kein Rückspiegel, sondern das ist auch eine Rückfahrkamera oder eine nach hinten gerichtete Kamera, so wie das zum Beispiel auch beim Pagani und beim Königsegg war. Weil nach hinten raus die Sicht beliebig beschränkt ist. Der Kofferraum geht relativ weit hoch und danach sieht man nichts mehr. Aber ansonsten, schönes Auto, auch von innen schön gestaltet und halt sehr gemütlich gehalten. Es ist so the Italian way of doing things. Es ist kein kompromissloser Rennwagen. So, also wenn ich mich reinsetze, sage ich, es ist kein kompromissloser Rennwagen, sondern es ist im Prinzip noch viel zu gemütlich. Naja, ich würde sagen, das Auto haben wir nun von innen, außen, oben, unten, aus der Ferne, aus der Nähe betrachtet, in allen Farben und Lackierungen. Dann wird es Zeit, das Ding auf die Strecke zu bringen. Wir sehen uns sofort wieder. Wir stehen nun in der Boxengasse von Magione. Magione, Magione, Magione? Magione? Genau. Magione. Die Strecke nennt sich Autodromo dell'Umbria. Oder auch Magione Circuit. Das Ding, also die Strecke, befindet sich in Magione, welches wiederum in Umbria liegt, also der Region Umbria in Italien. Italien ist ja klar, ne? Ist ja Kuno Simulazioni und die haben ihre Sitze in die Boxengasse von Mugello, war das so? Boxengasse von Mugello, ne? Irgendwer hatte das letztens mal erwähnt, dass dort die Büros sich an einer der italienischen Strecken direkt in der Boxengasse befinden und ich glaube, es war Mugello. Die Strecke wurde 1973 eröffnet, war seinerzeit 1,6 Kilometer kurz, also wirklich sehr, sehr kurz. Ich habe versucht, irgendwie über die offizielle Seite da an Informationen zu kommen, ist aber schwierig. Mein Italienisch ist sehr schlecht, die Seite gibt es nur auf Italienisch und wenn man den Google-Übersetzer drüber laufen lässt, kann man auch gleich Chinesisch lesen wollen. Das geht gar nicht. Also der Google-Übersetzer auf der Seite, keine Chance. Du verstehst eigentlich keine zwei Worte. Da kommt irgendein Mist bei raus. Deswegen musste man sich so ein bisschen durchtasten, versuchen ein paar Informationen zu extrahieren. Naja. Damals eben 1,6 Kilometer kurz. Heutzutage, 1990 wurde es umgebaut oder in den 90er Jahren, 2,5 Kilometer. Ein bisschen länger, aber immer noch sehr, sehr kurz dafür. Also wenn man mal so vergleicht mit anderen Rennstrecken, die meist so dreieinhalb bis, naja, beliebig Kilometer lang sind. Spa ist, glaube ich, 7 Kilometer. Diese 2,5 Kilometer sind wirklich sehr, sehr kurz. Und ich habe vorhin schon ein paar Runden gedreht. Das ist mit dem Auto hier wirklich schwierig. Weil es möchte. Es möchte schnell fahren, es möchte geradeaus fahren. Aber man hat hier eben relativ viele Kurven. Das habe ich natürlich nicht bedacht, als ich die Umfrage gemacht habe, weil einen Ferrari auf diesem Stückchen Kurs hier fahren zu wollen, ist schon ein bisschen wahnsinnig. Egal. Es gibt hier noch verschiedene Rennen auf der Strecke. Zum Beispiel fuhr seinerzeit in den Anfängen die Formel 3 hier, auch mit bekannten Namen. Heutzutage werden immer noch ein paar Rennen gefahren. Ich weiß allerdings nicht, welche Klassen aktuell hier unterwegs sind. Wie gesagt, die Seite auf Italienisch und das kann ich derzeit noch nicht. Ich arbeite dran, aber leider fehlt es mir da noch ein bisschen an der Zeit. Es wird aber auf jeden Fall auch noch im Bereich Motorrad der ADAC Junior Cup hier seine erste Station abhalten dieses Jahr oder hat schon abgehalten. Ich glaube, wird abhalten. Ja, wird es also auch zumindest mal genutzt für. Es gibt halt noch ein paar andere Veranstaltungen, die hier stattfinden, aber es ist keine große, keine internationale Rennstrecke, die entweder durch Formel 1 rennen oder durch irgendwelche globalen Tourenwagenrennen bekannt geworden ist, sondern es ist halt einfach eine kleine,
idyllische Dorfrennstrecke, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Daher waren die einleitenden Worte Magione schon passend, weil wer kennt denn schon Magione? Nicht so sonderlich viele. Man konnte diese Strecke allerdings schon in der Tech-Demo, die man von Assetto Corsa runterladen konnte, befahren. Wenn man sich Netcar Pro geholt hat, konnte man sich dann darüber einen Key für den Tech-Preview geben lassen und dann eben seinerzeit die Demo-Version runterladen, die mit dem, ich glaube, dem Ferrari 458 auf eben genau dieser Strecke ein paar Runden zuließ. Wir sind aber jetzt deutlich weiter, wir sind ja in der Early Access Phase, Version 0.5.3. Müsste eigentlich auch die Tage mal wieder ein Update kommen. Ich habe zwar noch nichts gelesen, was so das nächste Update angeht, aber dem Update-Zyklus nach müsste eigentlich die Tage mal wieder was fällig sein. Ich bin schon gespannt, was wir dann zu sehen kriegen und werde das versuchen, dann auch in einem der nächsten Videos mit unterzubringen. Ich denke, wir haben jetzt einfach mal genug geschwafelt. Ich gehe noch ganz kurz in das Setup. Zum einen, um euch zu zeigen, dass man so gut wie nichts einstellen kann. Ich dachte, ist eine kleine Strecke. Mach mal die Gänge runter. Ihr seht hier Höchstgeschwindigkeit 342. Nee, auf der Strecke nie und nimmer. Reifen kann man ändern. Ich bleibe aber mal auf den Slick, den weichen Slicks. Ansonsten die Bremsbalance war ein kleines Tick hier nach vorne. Man kann ein bisschen Sturz und Spur einstellen und den Stabi vorne ändern, aber ansonsten keine Dämpfer, das Getriebe nicht einstellbar. Alles, was uns sonst noch hier über die Füße fällt, normalerweise no way. Deswegen müssen wir jetzt einfach mal mit diesem eingeschränkten Einstellungs- oder Setup-Möglichkeiten hier leben und gehen jetzt mit dem Auto mal auf die Strecke. Ah, bevor ich es wieder vergesse, wir haben ja dazugelernt, ABS aus und ab dafür. Also das Auto ist sehr giftig, wenn man ans Gas geht. Das ist ja, relativ offensichtlich. 750 PS bei so einem Ding, besonders wenn es in 2,5 Sekunden von 0 auf 100 gehen soll, irgendwo muss es ja herkommen. Und ihr seht auch, dieser Kurs ist hier wirklich sehr klein, sehr knapp gehalten. Wenn man gerade mal rausbeschleunigt hat, muss man schon wieder bremsen. Und das war einfach die falsche Wahl. Man kann nicht mit so einem Ferrari oder grundsätzlich mit einem der drei Ferraris, die zur Wahl standen, auf so eine Strecke gehen. Er hat ja schon überlegt, schwenken wir auf Mugello, aber das hatten wir jetzt in den letzten beiden Folgen schon. Ne, hatten wir gar nicht. Letzte Folge auf jeden Fall. Die Folge davor weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall wäre das jetzt keine Option gewesen, umzuschwenken. Deswegen müssen wir einfach mal hiermit uns zufrieden geben, auch wenn wir das Auto nicht ausfahren können. Oh. Ich finde aber, er klingt relativ schön. Also auch hier besonders in diesem Kurvengeschlängel, wo er relativ oft in mittleren bis niedrigen Drehzahlen unterwegs ist. Er klingt schön. Auch dieses leichte Backfire, wenn man vom Gas geht, ist sehr atmosphärisch. Ich weiß, ein Rennwagen soll nicht atmosphärisch sein, der soll schnell fahren, aber trotzdem. Das trägt halt schon zu einem gewissen Wohlfühlen bei. Aber es ist einfach keine Strecke für so ein Auto. Das sieht man sofort nach einer Runde schon. Wenn man die Hälfte der Strecke nur im zweiten Gang unterwegs ist, das ist einfach keine Rennstrecke für dieses Auto. Ich hätte auch gerne den Bremsdruck mal ein bisschen angepasst, aber das ging glaube ich gar nicht. Mir ist zumindest die Option nicht aufgefallen. Denn ihr seht am roten Balken in diesem kleinen Balkendiagramm, wie wenig ich auf der Bremse stehe. Der grüne Balken ist voll, klar, ich gebe Vollgas. Aber wenn ich bremse, versuche ich wirklich so behutsam wie möglich zu bremsen. Und die Reifen blockieren vorne sofort. Oh, das ist ein Lärchen.
Dann kommt wieder mal der Trick, wenn man die Kupplung nicht tritt im ersten Gang, bei solchen niedrigen Geschwindigkeiten, dann kann man den Motor wunderbar abwürgen. Ups. Aus ist er. Ja. Auch interessant, also das hätte ich nicht gedacht, dass man bei einem Auto, das man über die Schaltwippen schaltet, noch die Kupplung treten muss beim Anlassen. Aber man lernt ja nie aus. Ich gönne uns mal, eben ein bisschen Außensound. Jetzt weiß ich auch, wie ich den Außensound dazu bekomme, auch auf meinen Ohren zu biegen. Hat sich also gelöst und ich finde auch hier, das Ding klingt bombastisch. Wenn es gerade ein bisschen rumeiert. Das hat was. Doch, kann man sich ein bisschen anhören. So stundenlang in etwa. Naja, wir wollen nochmal versuchen, na, aus dieser Ansicht heraus eine schnelle Runde zu fahren. Oder zwei. Dann werde ich mal versuchen, das Fahrgefühl zu beschreiben. Also wenn man zu viel will vom Heck, dann kommt das auch rum. Aber es ist sehr kontrollierbar. Es ist auch sehr dezent. Ich hatte vorhin ein paar Mal versucht, das Auto ein bisschen in den Drift zu bringen. Aber entweder ganz oder gar nicht ist so die Devise. Das heißt, wenn man es in den Drift bringen möchte, dann, so meine Erfahrung bisher, kommt das Heck wirklich komplett rum. Da kann man dann auch nichts mehr machen. Ansonsten ist es sehr stabil. Auf der Hinterachse zumindest, vorne könnte es mehr Grip vertragen, da untersteuert es. Ich habe jetzt den Stabi schon runtergestellt, aber muss wohl noch über Sturz und Spur ein bisschen rumhantieren, weil es schiebt wirklich ziemlich durch die Kurven und was mich halt stört, dieses ewige Bremsenleid, da geht ja gar nichts. Blockiert sofort. Und ihr seht eben am roten Balken auch, wie wenig Bremse ich dann wirklich drücke oder trete, vielmehr. Lärchen. Aber so für den Hobby-Rennfahrer ist das, denke ich mal, genau das richtige Geschoss. Ja. Völlig den Bremspunkt verfehlt. Also in der Kurve kommt das Heck wirklich erstaunlich wenig. Ich habe gerade versucht, um diese, naja, Haarnadelkurve herumzukommen. Da passiert wenig. Ich denke, das Übersteuern wird da vom Untersteuern
ausgefuttert, aufgehoben. Deswegen es sich einfach so neutral verhält. Nee. Beim Rausbeschleunigen kommt der Sack aber dafür dann relativ schnell mal rum. Da liegt dann eben auch was ganz anderes an Kraft an, als wenn man durch so eine Kurve versucht zu rollen. Ja, ich muss sagen, das Auto hat erstaunlich schnell seine Grenzen. So im Thema Bremse und auch Untersteuern. Das ist erstaunlich. Es kann aber auch einfach daran liegen, dass hier die Strecke so klein ist und es deswegen einfach anders wirkt. Dass man eben mit gefühlt zu wenig Geschwindigkeit unterwegs ist, als aber für den Kurs schon zu viel ist. Das kann auch sein. Weil es sind ja einige Kurven, die sind mehr so in Richtung Stadtverkehr orientiert und nicht wirklich Rennstreckenkurven. Oder, naja, ich muss das halt immer ein bisschen vergleichen mit Geschwindigkeit aus dem echten Leben. So ein Tempo 60 in der Kurve, naja, ist jetzt eigentlich nicht die Welt, meine Meinung. Aber das kann eben einfach anders wirken, dadurch, dass der Kurs doch relativ klein ist. Dass ja, einfach nicht schneller geht. Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht mit einem anderen Auto probiert. Naja. Mein persönliches Empfinden ist eben, dass das Limit dieses Autos relativ schnell kommt. Endlich mal ein Drift, so wie ich ihn haben wollte, aber das Auto nicht mehr abfangen können. Das hat jetzt also deutlich mehr Zeit gekostet, als es hätte bringen können. Bremsquietsch. Rutsch. Okay, mein Fehler. Jetzt haben wir eine zerdellte Nase. Wahrscheinlich nicht. Da freuen sich die Hinterräder, jawoll. Aber die sind eigentlich bei dem Auto wirklich das geringste Problem. Sondern das Heck ist irgendwie zu unsportlich. Das Auto hat natürlich auch relativ wenig Gewicht auf dem Heck, habe ich gerade von Heck gesprochen. Das Auto hat zu wenig Gewicht auf der Nase, dementsprechend eben die Vorderreifen nicht mit genügend Balance, also eigentlich Masse ausgestattet, um irgendwas ausrichten zu können. Wobei, wenn der Schwerpunkt nach vorne verlagert wird, müsste das eigentlich immer noch passen. Weil es beim Bremsen eben sofort das Blockieren der Räder. Und dafür ein extremes Untersteuern in der Kurve, ich weiß nicht. Und das mit weichen Slickreifen, irgendwas passt da nicht. Aber an sich macht das Auto trotzdem riesen Spaß, hat einen sehr guten Antritt und ist eben, was das Heck angeht, auch relativ stabil, wenn man es nicht mit dem Gasfluss übertreibt. Ansonsten einfach nur vorsichtig durch die Kurve rollen, dann kommt man damit auch irgendwie rum. Aber es ist halt gefühlt zu langsam. Ey, au. Okay, nur ein Kratzer im Lack ist in Ordnung. Ich glaube, wer das Geld hat, sich so ein Auto leisten zu können, der hat auch das Geld, das reparieren zu lassen. Zumal im Rennsport ja sowieso immer mal irgendwo ein paar Dellen reinkommen. Teile rausbrechen, weil wir fahren ja hier immer noch mit Kohlefaser. Das bricht ja mehr, als dass es dellt. Und naja, muss halt manchmal gefüllt werden. Okay. Ich werde nie zu einem großen Drifter, ich sehe es. Ich
denke, wenn man es drauf hat, kann man diese vier Kurven, diese rechts, links, rechts, links, sehr gut im Drift nehmen. Das Auto dabei ein bisschen umwerfen, umlegen, dann passt das, aber bei mir keine Chance. Ihr seht ja, wie schnell ich das Auto verliere. Und deswegen verliere ich auch massig Zeit. Komm doch rum. Also momentan ist es wirklich nur noch Mist, was ich hier zusammenfahre. Das ist ja schlimm. Aber es klingt trotzdem sehr schön. Es sieht sehr schön aus. Es ist sehr schön teuer, sehr schön explosiv. Und hat ein relativ stabiles Heck, was eigentlich so die Pluspunkte für das Teil sind. Da wünsche ich mir halt wirklich ein kleines bisschen mehr Traktion auf der Vorderachse. Dann wäre ich zufrieden, dann würde ich mir so ein Ding auch kaufen. Von, naja, wovon noch immer. Armer Student und so. Vielleicht sollte man nochmal eine Folge machen, wo man dieses Auto dann auf Mugello bringt oder Silverstone. Ja, Silverstone ist vielleicht auch schon zu klein. Also was wie Mugello mit einer langen Geraden, wo sich das Teil richtig austoben kann. Das wäre, würde denke ich besser passen als dieses Häufchen Elend hier, wo man kaum, dass man hochgeschaltet hat, schon wieder runterbremsen muss. Ich hatte gerade versucht, mal nach hinten zu gucken, aber irgendwie habe ich diese Taste nicht mehr bewegt. Denn ich wollte mal schauen, ob das Auto jetzt eine Delle hat oder nicht. Nur, ich kann nur seitlich gucken. Ich versuche jetzt nochmal eine konzentrierte, ruhige Runde zu fahren. Eine schnelle, ruhige Runde. Vielleicht gelingt mir das irgendwie. Also das war jetzt zumindest mal eine deutliche Verbesserung, aber das Auto giert wirklich nach Strecke. Man merkt es, also besonders durch diese vier Kurven da vor Start und Ziel. Das Auto möchte irgendwo hin. Es möchte schneller, aber es geht halt nicht, weil die Strecke ist einfach relativ eng, sie ist relativ kurz und sie ist relativ klein. Und
Naja, deswegen geht's halt nicht schneller. Aber wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich werde einfach, um dem Auto nochmal ein bisschen Freilauf zu geben, geht's nochmal kurz 2 Runden auf Mugello. Naja, vielleicht 3 Runden. Das machen wir nochmal eben. Ich hoffe, ihr seid so lange noch dabei. Denn das hat das Auto auf jeden Fall verdient und ich denke, da fühlt es sich dann auch deutlich wohler als auf diesem im Prinzip Go-Kart-Kurs. Bis gleich! So, das gleiche Auto, gleiches Land, aber mehr Strecke. Schauen wir doch einfach mal, wie sich das Ding hier wohlfühlt. ABS machen wir wieder aus. Schon deutlich besser aus, wenn man aus dem 2. Mal bis in den 4. rauf beschleunigen kann von der Kurve und auch die Kurven mal im 3. durchfahren kann. Das ist doch viel angenehmer für das Auto. Bei dem anderen rußen ja noch die Zündkerzen ein. Ups. Okay. Definitiv falsche Linienwahl, das gestehe ich ja ganz offen und ehrlich. Funktioniert es mit dem Anbremsen auch irgendwie deutlich besser, weil die Kurven nicht so eng sind und man nicht so viel Geschwindigkeit reduzieren muss. Also irgendwie fühlt sich das Auto hier deutlich wohler. Außer natürlich bei diesen ganz engen Kurven. Ah, so macht das Autofahren doch schon viel mehr Spaß. Und schon sind die nächsten Karosseriearbeiten fertig. Lasst mich nie an der Steuer eines solchen Autos, oder ihr werdet arm. Und jetzt gib ihm. Ja, das sieht da schon deutlich besser aus. Das macht ihm deutlich mehr Spaß, das merkt man auch. Die Reifen blockieren trotzdem noch beim Anbremsen. Aber was will man noch anderes erwarten? Komm rum, komm rum. Ah, zu spät eingebremst. Das liegt ihm auf jeden Fall wirklich deutlich mehr. Vielleicht kann man auf Maggiore den KTM Crossbow nochmal ausfahren. Das steht ja eh noch auf unserer To-Do-Liste. Und ich denke, der könnte sich da deutlich wohler fühlen, weil die Strecke für Go-Karts im Prinzip gemacht ist. Und der KTM ist ja nichts anderes als ein Go-Kart. Da denke ich mal, dass ich das Auto gerade in die Betonwand setze. Nee, dass der KTM da bestimmt etwas mehr Spaß dran hat, als hier unser kleiner 599 XX Evo. Der fühlt sich einfach auf Mugello deutlich wohler. Das Auto nicht verlieren, jawohl, abgefangen. Auch wenn es wenig elegant aussah, das gebe ich ganz offen zu. Aber immerhin, das Auto ist nicht eingeschlagen gerade. Und die
wieder voll rausbeschleunigen. Wieder alle 700 irgendwas PS auf die Hinterachse loslassen. 680 Newtonmeter Drehmoment. Und raus damit. Das sah schon deutlich besser aus. Hier zu spät reingelenkt. Verdammt. Ja, das sah ganz gut aus. Jawohl. Zu weit raus, aber immer noch auf dem Asphalt. Und wieder voll raus. Ja, schade. Schade, schade, schade. Aber das Auto fährt hier auf dieser Strecke wirklich deutlich, deutlich besser. Es rutscht zwar immer noch und man darf immer noch nicht zu sehr in die Bremsen steigen, aber die Strecke ist einfach weitläufiger. Man hat hier wirklich mehr Möglichkeiten, mal von Kurve 1 zu Kurve 2 ein bisschen zu beschleunigen und muss nicht sofort beim Beschleunigen wieder auf die Bremse gehen. Und kann auch die Kurven mal schneller ausfahren, anstatt diese stadtähnlichen Biegungen, sondern einfach mal so richtig gemütliche Rennstreckenkurven. Das geht hier in Mugello deutlich besser und das mag das Auto auch deutlich mehr, auch wenn er eben hier immer noch ein bisschen rumzickt, der Gute. Ja, hier zum Beispiel einfach zu spät angebremst und dann geht es nur noch geradeaus. Das heißt, der Grenzbereich von dem Wagen ist immer noch sehr, sehr früh. Muss ich einfach mal so in den Raum stellen. Das Ding hat so gut wie keinen Grenzbereich. Du kannst wenig mit dem Auto machen, mein Empfinden. Wenn ich das mit anderen Autos vergleiche, die wir zwischendurch gefahren haben, selbst mit dem Lotus 49, finde ich, hast du deutlich mehr Möglichkeiten als hier. Weil das rutscht sehr, 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 sehr früh. Es rutscht eigentlich nur. Da muss man sich dann schon extrem darauf einstellen, dass man das Auto nicht verliert, dass man das Auto zwar nah an seinem Limit fährt, aber eben dieses Limit nicht überschreitet, weil sonst ist die Rundenzeit sofort im Eimer. Aber es macht hier wirklich deutlich, deutlich mehr Spaß als auf Maggiore. Ich denke, wenn man noch so ein paar hundert Runden drauflegt, dann kommt man mit dem Auto auch ganz gut klar. Wenn man es nicht übertreibt und hin und wieder mal das Gas lupft, dann kommt auch das Heck nicht rum. Ja, aber hier ist wieder das Thema, ich hätte viel früher reinbremsen müssen. Das Auto muss sehr, sehr früh verzögert werden und sehr seicht durch die Kurve bewegt werden, sonst ist Sense. Hört, es rutscht nur, es rutscht. Sehr früh angebremst und trotzdem noch zu spät. Dafür rutscht es trotzdem in jeder Kurve aufs Neue. Der Grenzbereich kommt wirklich extrem früh. Diese Kurve ging jetzt mal so, wie ich das mir vorgestellt habe.
Das Schöne ist ja, dass das Heck wirklich sehr stabil ist und nicht dazu tendiert, in der Kurve auszubrechen, sondern höchstens nach dem Kurvenscheitel, wenn man zu viel auf dem Gas steht. Weil das Heck, die Front ist halt wirklich viel zu sensibel, was das Ganze angeht. Das trübt den Spaß ein bisschen, es rutscht halt wirklich überall und jederzeit. Und erschwert das Fahren ungemein. Ich denke, da könnte man noch ein bisschen was machen am Setup. Dafür müsste ich mich allerdings erstmal mal reinarbeiten und ansonsten müsste vielleicht Ferrari was machen an dem Auto. Ah, das ging jetzt wieder mal Vollgas. Im leichten Drift. Aber wirklich relaxed ist das alles momentan nicht. Es ist im Gegensatz zu anderen Fahrzeugen, die wir hier schon gefahren sind, ist es wirklich eine Heidenarbeit, das Auto auf der Strecke zu halten. Und es eben so zu bewegen, dass es halbwegs da lang fährt, wie man es möchte. Wie gesagt, es hat so gut wie keinen Grenzbereich, man fängt sofort an zu rutschen. Und dann kann man auch wenig machen, außer vom Gas geben. Ich glaube, so ein Fahrzeug auf einer normalen Straße zu fahren, ist tödlich. So, nach einem kleinen Boxenaufenthalt mit ein bisschen Setup-Änderung. Ich habe die Bremsballons verstellt, ein bisschen mehr nach vorne. Die Federung vorne weicher, den Stabi vorne weicher gemacht. Sowie ein bisschen den Sturz vorne geändert, also negativen Sturz noch eingebaut, so wie mir das immer empfohlen wird. So rum. Geht es jetzt nochmal auf 2 hoffentlich schnelle Runden. Und während ich hier so unterwegs bin, werde ich noch versuchen, meinen Punkt von gerade fertig zu bringen, warum das Auto im normalen Straßenverkehr tödlich ist. Es braucht halt einfach seinen Auslauf, und wenn man das auf einer normalen Landstraße mit 3 Meter Fahrbahnbreite versucht, es verleitet so dermaßen zum Schnellfahren, dass man sehr, sehr schnell entweder in der Leitplanke im Gegenverkehr oder im Baum, in irgendetwas hängt, wo man am besten nicht hängen sollte. Deswegen glaube ich, ist das ein Auto, das man wirklich nur auf der Rennstrecke bei ausgewiesenen Auslaufzonen bewegen sollte. Ansonsten, denke ich, kommt man damit keine paar Kilometer weit. Aber so viel nur zu diesem Punkt. Und für die Rennstrecke ist es wirklich ganz spaßig. Und jetzt auch mit dem geänderten Sturz und ein bisschen Anpassung im Stabi vorne liegt es auch deutlich besser auf der Straße, finde ich. Man kommt besser um die Kurven rum. Das Heck ist zudem immer noch stabil. Aber man muss es halt auch noch eine schnelle Rundenzeit umnutzen. Wir hatten gerade eine 1:53.0 und die versuchen wir jetzt zu unterbieten. Das war überhaupt nichts. Wenn dir sowas auf einer Serpentinenstrecke passiert, auf der Landstraße, dann gute Nacht, Marie.
auf jeden Fall deutlich bessere Straßenlage jetzt. Aber nur dadurch, dass ich den Sturz so weit negativ gestellt habe, wie es geht. Und den Stabi vorne eben auch runtergeschraubt habe. Also dass sich das Auto deutlich besser durch die Kurven prügeln. Auch wenn es immer noch sehr viel untersteuert. Aber es ist wirklich deutlich besser geworden. Und dann kann ich endlich mal eure Tipps beherzigen, die ihr mir immer in die Kommentare schreibt. Oder auch mal einfach das lesen, was Assetto Corsa da als Hilfe anbietet zum Setup. Aber doch deutlich, deutlich besser. Okay, das war Mist, das war Mist. Weil das gerade so Mist war, gibt es noch eine Runde hinten dran, die ich auch gleich als Auslaufrunde nutze. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn dem so war, dann bitte das Däumchen nach oben. Gerne, sofern ihr es noch nicht getan habt, meinen Kanal abonnieren. Und auch gerne euren Freunden weitererzählen. Das würde mich freuen, wenn wir noch ein bisschen bekannter werden. Unsere Community noch ein bisschen wächst. Die erste Kurve war doch schon wieder Mist. Und es würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Video oder einem der nächsten Videos wieder dabei seid. Morgen dann Test Drive Ferrari Racing Legends in der zweiten Folge. Übermorgen das DTM-Rennen in Brands Hatch. Und ich muss euch sagen, das war wirklich sehr, sehr spannend. Also ich habe noch eine halbe Stunde danach gezittert vor Anspannung. Das empfehle ich euch auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Und danach geht es ja dann auch schon weiter mit R3E. Diesmal auf der letzten Strecke, die uns noch verblieben ist, der Race Room Raceway mit einem Le Mans Prototypen der Hausmarke Simbin. Tags darauf dann F1 2013. Ich weiß gerade gar nicht auf welcher Strecke. Auf jeden Fall mit einem Auto der 80er Jahre. Wird sicherlich sehr interessant werden. Das letzte Rennen auf dem Nürburgring war ja wunderbar, sehr spannend, sehr unterhaltsam. Und ich hoffe einfach, dass ihr dann auch wieder dabei seid, ein bisschen Spaß dabei habt. Und würde mich freuen, euch im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich mit einem kleinen Blick noch kurz auf die Rundenzeit, dass diese jetzt schon mit dem geänderten Setup 3 Sekunden besser war als zuvor. Also als die Testzeit mit dem anderen Setup. Daher bringt das Sturzverstellen anscheinend doch was, ein bisschen Stabi runterschrauben. Leider hat es für diese Runde jetzt nicht mehr gereicht, weil ich gerade in dieser Schikane einen leichten Abflug hatte. Naja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, bis dahin. Euer Swaddy.